Ihr Lieben, das ist ein Schaumstoff-Plank. So sieht er aus, wenn ihr ihn aus dem Fell geschlagen habt, sage ich mal so in Anführungsstrichen. Und zwar dem alten Polster das Fell abgezogen. Zum Glück sowas. Ne? So, da können wir uns zumessen. Ne? Wir messen einfach einmal so rum und kommen dann hier auf so circa 1 Meter. Ja? So, ja, nun sind wir wieder ein Stückchen weiter. Jetzt stecken wir das hier ab. Das heißt, mit Nadeln den Meter, den wir vorhin dort abgemessen haben, den Umfang, nehmen wir jetzt hier an einer Kante zusammen. Also wir machen jetzt ganz einfache Bezüge. Da machen wir jetzt nichts Dolles, wo wir keine Keder und so weiter einziehen, sondern eine einfache Geschichte. Macht man heute so. Kuckuck! Jetzt machen wir uns Gedanken um den Reißverschluss. Wie rum und wie wir den da richtig reinpacken. Da wollen wir mal gucken, wie das wird. Bitte nicht. Die Entscheidung ist gefallen. Wir nähen erst zu und dann nehmen wir den Reißverschluss ein. Das heißt, wir ziehen jetzt eine Naht durch. Ich muss sagen, leider hat Knut hier ein bisschen Angst. Der zappelt hier schon rum ein bisschen, weil der hört die Nähmaschine und das mag er gar nicht. Ne? Ja, wir gucken mal rüber. Knut, wir nähen jetzt erst die beiden, also den Meter nehmen wir jetzt zusammen zu einer Röhre. Danach nehmen wir den Reißverschluss ein und öffnen die Naht wieder. Das ist der Plan. Da nehmen wir, da sehen wir auch den Anschlag. Da ist dieser kleine Bügel, das ist der Anschlag. Und wir nähen natürlich auf rechts. Das heißt, wir haben den einmal umgekrempelt, den Stoff. Wir sind auf Aufnahme. Hallöchen. Und hier sehen wir, wie jetzt gebügelt wird. Hier. Au. Jetzt müssen wir das hier ganz flach machen. Deswegen bügelt die Kathi das, damit wir da nachher den Reißverschluss einnähen können. Dann kann man das besser nähen. Ne? Weiß sagt man. So weiß geweiß sagt. Und Knut hat auch gar keine Angst mehr. Beim Bügeln nicht. Nun wird der Reißverschluss hier an dem Stoff festgepickt mit Nadeln. Guckt euch das mal an. Ja, hat schon gestochen, wa? Da kann man jetzt gut den Reißverschluss sehen, wie er angepiekt ist. Jetzt hat die Nähmaschine einen speziellen Fuß gekriegt, einen, den man so hin und her schieben kann da unten. Seht ihr das? So einen ganz speziellen Fuß. Und damit soll das nun klappen. Wir werden sehen. So, jetzt nehmen wir die andere Seite vom Reißverschluss. Wir haben den Reißverschluss zugezogen und nähen jetzt auf der anderen Seite. Und dann ziehen wir das gleich andersrum. Ihr müsst darauf achten, dass ihr den Reißverschluss richtig rum, also spiegelverkehrt einsetzt, weil wir es ja nachher wieder auf die richtige Seite ziehen. Wir nähen ja jetzt von rechts sozusagen. Ne? Von rechts wegen her, damit das eine Richtigkeit hat. Guck, da sehen wir jetzt den Reißverschluss und nun wird das aufgetrennt. Wir halten das hier stramm aufeinander. Und dann geht das mit dem Trenner da durch. Das ist quasi so, als wenn man den Reißverschluss das erste Mal öffnet. Da kommt der Reißverschluss zum Vorschein. So wird das gemacht. Ey, Lasko, wer nichts tut, ne, der kann immer noch andere von der Arbeit abhalten. Los! So. Ganz klar. So, das werden unsere Kantstücke. Da müssen wir eine Zugabe machen vom Stoff. Ich zeige euch das nochmal. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran. Wir schneiden also so 2 cm um diesen Stoff umzu. So, hier sehen wir jetzt, wie der Stoff eingebracht wird. Und da haben wir uns für das Kunstleder entschieden. Also das Ganze ist jetzt erstmal ein Test. Das hängen wir wieder. Nun wollen wir das erste Polster mal raufziehen. Wir müssen hier mit unserem Bengel da unten aufpassen. So, super. Guck mal, der liegt denn nämlich. Und wenn wir den so... Aber der merkt gar nichts. Der hat so viel geschneidert. So, jetzt ziehen wir das mal auf. Ein guter Tipp ist hier mit den Müllsäcken, also die gelben Säcke. Da haben sie wirklich mal einen sinnvollen Einsatz. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die hier reinkriegen. Jetzt racken wir den und jetzt müssen wir die Säcke da wieder rausholen. Und dann muss man gucken, dass man sie ganz rauskriegt.
Lasko, mach mal Platz da. So. Das sieht gut aus. So, ein schönes Polster. Hier müssen wir ein bisschen klopfen. So, und hier kommt auch unsere Maserung so ein bisschen wieder durch. Das ist doch gut geworden. Ja, hier unsere Kunstleder in den Ecken. Stellen wir zum nächsten, ne? So. Wunderbar. Das wär's. Bis denn, ne?